Politik, die bei mir zu Hause am Küchentisch entsteht. Dieses Bild hat mir mein Harzer Parteifreund Ulrich Karl Engel vor Jahren mal ins Gehirn gepflanzt. Ich glaube, da ging es um die erste Bewerbung zur Landesvorsitzenden. Und er meinte damit, die authentische Erfahrung des wirklichen Lebens zu Hause mit meinen Kindern, mit ihren Schulerlebnissen, mit meinen Freunden, meinem Mann und auch mit meinen Kolleginnen in der Stationsküche am Küchentisch. Heute, und das sage ich als Harzerin gerade mit besonderer Sorge, kann die Politik an meinem Küchentisch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in unserem Land inzwischen auch andere Realitäten gibt. Hassverzerrte, wutentbrannte, vielleicht ängstliche, auf jeden Fall laute, sichtbare und unanständige Realitäten. Solche, die den Vizekanzler beschimpfen, wenn er sich ins Goldene Buch der Stadt Wernigerode eintragen darf. Im Grunde ein ganz normaler protokollarischer Vorgang. Die Tage später unsere Freundin am Infostand in der Stadt übelst beschimpfen. Solche Realitäten, die in Quedlinburg allmontaglich trommelnd und pöbelnd durch die Stadt ziehen, mit Russlandfahnen und rechtsextremen Parolen. Solche, die in Ballenstedt Mordaufrufe an die Wand sprühen. Und das sind nur die Beispiele aus den letzten Tagen und aus dem Harz. Ihr alle kennt die aus eurer Umgebung. Man könnte den Mut verlieren, versucht sein, sich zurückzuziehen an den Küchentisch, an die Küchentische. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, gerade heute werden wir da draußen dringend gebraucht. In den Kommunen, wo Kulturschaffende, Kinder und Jugendliche, Gesundheitseinrichtungen, Verkehrsplanerinnen und Bürgerinitiativen auf unsere Unterstützung setzen. Wir werden gebraucht in Sachsen-Anhalt für konsequenten Klimaschutz auf Landesebene, für Artenschutz, für eine nachhaltige Verkehrspolitik, für Demokratiestärkung, für Schulen, die allen Kindern eine Chance auf gute Zukunft bieten. Wir werden gebraucht von Demokratieprojekten als Partnerinnen und von der queeren Community als Allies. Lasst euch nicht von den lauten Krakelern, WhatsApp-Kettenbriefen oder Bild-Zeitungskampagnen verunsichern. Auch im Bund sind wir unverzichtbar. Es war Robert Habeck, der unser Land in diesem Winter treu gewärmt hat. Und dieses Zitat habe ich jetzt extra für Olaf eingebaut, der leider nicht da ist. Steffi Lemke macht im Umweltministerium den Umweltschutz zur Chefinnensache. Endlich, muss man sagen. Annalena Baerbock verschafft feministischer Außenpolitik Gehör und Respekt, während Lisa Paus die Kindergrundsicherung durchkämpft. Und das war ein Kampf, das konnten wir alle beobachten. Wir werden angefeindet, weil wir Veränderungen herbeiführen, und Veränderungen machen Menschen eben Angst. Doch die Wahrheit ist, diese Veränderungen sind notwendig, um unsere Welt, um unser Land, um unsere Kommunen lebenswert zu erhalten und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu bewahren. Liebe Freundinnen, es ist stürmisch da draußen, aber wir stehen nicht alleine. Wir haben Verbündete und wir haben uns. Wenn Basismitglieder, Kreisvorstände, Landesvorstand und Landtagsfraktionen gemeinsam mit der Bundesebene und Europa zusammenstehen und wir offen und konstruktiv miteinander streiten, wenn wir Intrigen anderen überlassen, wenn wir mutig, sachlich und mit Zuversicht politische Auseinandersetzungen angehen, dann stehen wir nicht alleine. Und es ist wirklich gut, dass wir mit der neuen Satzung formelle Strukturen zur Vernetzung und Auseinandersetzung in unserem Landesverband etabliert haben. Mit dem Votum der Landtagsfraktion bewerbe ich mich als parlamentarische Beisitzerin im neuen Landesvorstand, weil ich weiterhin Lust habe und weil es nötig ist, weiter zu streiten, aber wieder viel mehr an Küchentischen. Vielen Dank.